Jawohl. So, dann kannst du mal so ein bisschen die Zügel aufnehmen und dann mal antraben und leicht traben. Genau, das war gut vom ersten Trabtritt ans Gebiss heran. Na, und du merkst ja, sie neigt so ein bisschen dazu, sich am Anfang etwas eng zu machen. Dem müssen wir immer entgegenwirken, indem du über die treibenden Hilfen an die Hand heran und dann durch das Vorgehen der Hand sie immer wieder dazu veranlasst, die Nase nach vorne zu nehmen. Das kann mal so ein bisschen dauern. Ja? Da muss man auch Geduld haben. Das geht nicht sofort. Und dann kannst du schauen, wenn du das Gefühl hast, sie tritt dir so ein bisschen an die Hand heran, dann mal die Zügel etwas aus der Hand kauen lassen, ja, sodass sie im Gleichmaß, im Takt loslässt, den Rücken aufmacht und die Zügel aus der Hand kaut. Prima. Lob sie mal. Super. Jawohl. Ja, sodass wir immer schön in der Losgelassenheit anfangen können. Und wenn man jetzt ein Pferd hat, das am Anfang noch nicht losgelassen ist, dann arbeitet man daran, bis es zur Losgelassenheit kommt. Wieder etwas mehr den äußeren Schenkel durchwirken lassen. Ja, und dann wieder diagonal mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel heran. Und dann wieder vorfühlen mit der Hand. So, dass sie, genau, prima. Sehr gut. Wechsel noch einmal die Hand. Gut. Und was wir erreichen wollen, ist nicht Entspannung, denn Entspannung, das wäre jetzt ein Modus, den man beim Reiten nicht unbedingt gebraucht, sondern der Begriff Losgelassenheit beinhaltet ein gewisses Maß an Entspannung. Und die Voraussetzung dafür ist die Zwanglosigkeit, ja, dass man das Pferd nicht unter Zwang setzt und dann über die treibenden Hilfen, über die Reiterhilfen heranschließt und dadurch das Pferd zum Schwingen im Rücken bringt und zur Losgelassenheit. Wieder ein bisschen mehr äußerer Schenkel. Und die Nase tendenziell wieder vorlassen. So, prima. Siehst du von oben, wie der Halsmuskel, der Oberhalsmuskel dann sichtbar wird? Ja? Dann den sieht man dann richtig deutlich, wenn das Pferd den Rücken aufmacht und mit der Nase nach vorne kommt. Prima. Prima. Jawohl. Und wieder die Zügel aufnehmen. Gut so. Ja, nochmal nachfassen. Jetzt versuch mal, sie von hinten noch so ein bisschen heranzuschließen, etwas fleißiger im Hinterbein zu machen. So, und dabei aber auch wieder über halbe Paraden abfangen, dass sie nicht schneller wird. Sie soll nur fleißiger werden, aber nicht eiliger. So, heranschließen und dann daraus wieder die Zügel aus der Hand kauen lassen. Wenn sie dir zu eilig wird, dann stehe einfach so ein bisschen langsamer auf, so, dass sie schön im Takt, im Gleichmaß bleibt und dabei ihr Tempo hält. Und dann wieder die Zügel aus der Hand kauen lassen und die Nase vor. Gut, prima, super. Jawohl. Und die Lösungsphase ist ganz, ganz wichtig, um die Rückentätigkeit des Pferdes zu bekommen. Und dass man da auch nicht zu schnell vorangeht, sondern dem Pferd die Zeit lässt, sich mental loszulassen. Denn ohne mentale Losgelassenheit bekommen wir auch keine körperliche Losgelassenheit.